Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play CSI Dark Motives Folge Nummer 11. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Rollstuhl hier untersucht. Und ja, dann machen wir einfach hier beim Tatort mal weiter. Ja, dann drehen wir uns. Da waren wir. Dann gucken wir mal hier, ob man hier was machen kann. Fußabdrücke. Hey, hier sind einige schlammige Schuhabdrücke. Dem müssen wir sich. Warwick Browns erste Regel: Nichts läuft ohne Schuhabdrücke. Richtig. So. Zurück. Das hier haben wir. Ups. Ich wollte mal kurz noch hier gucken. Dann gehen wir hier rum, weil hier schon was ist. Das wird wahrscheinlich Blut sein. Das Blut des Opfers. Hier haben die Jungs von der Ambulanz den Körper gefunden. Nicht ungewöhnlich, dass das Opfer einer Alkoholvergiftung aus dem Mund blutet. Wir brauchen keine Probe davon. Okay. Das Blut. Der Rollstuhl. Unser Opfer wurde hierher gefahren und dann abgeladen. Verdammt skrupellos. Oha. Oh. Was ist das? Was ist das? Nehmen wir das mal mit. Wir brauchen etwas Ähnliches. Achso, eine Pinzette. Ja, manchmal muss man in dieser Stadt einfach Glück haben. Und wir haben Glück. Eine Fliege hat wohl ihre Eier auf dem Blut des Opfers gelegt. Wir kommen der Todeszeit näher. Das finde ich gut. So, das haben wir also. Drehen wir uns mal langsam weiter. Oh, den kennen wir Typ. Den Typ kennen wir so. Hier können wir den Tipps wahrscheinlich fragen. Oder so. Oh, was ist das? Ja. Guck mal im Labor, was das ist. Mal weiter hier gucken. Nee. Hier ist nichts. Ja, da ist die Absperrung, kommt man nicht durch. Da ist was. Ah, das ist noch so ein komisches Plastikding. Okay. Was ist das? Da nehmen wir mal eine Probe mit. Haben Sie diesen aufdringlichen Geruch bemerkt? Alkohol vielleicht? Leider rieche ich nichts. Schade. Wenn man durch den Computer riechen könnte, das wäre echt schön. Bei so einem Spiel wäre das schon schön. Bei anderen Sachen, naja. Muss man dann überlegen, ob das schön ist. Das. Was ist das? Sieht aus wie frische Farbe. Nehmen wir mal was mit. Nach oben können wir nicht gucken. Ja, dann haben wir hier erstmal alles mitgenommen. Und dann hauen wir ab zum Labor und analysieren mal alles. Hi. Hallo. Bitte schön. Schlammiger Fußabdruck, Schuhabdruck, so. Der Schuhabdruck ist eingescannt. Dankeschön. Flüssigkeitsprobe von der Anstalt. Überwiegend Wasser, aber auch Alkohol. Wodka. Ausgeprägte Merkmale. Das ergibt eine Marke. Leroy Banks Premium. Ich kenne das Zeug. $6 die Flasche. Definitiv nichts, um sich mit Stil zu besaufen. Gut. Sprühfarbe, Probe. Ich habe die Farbe einer Dünnschichtchromatographie unterzogen, welche die organischen Bestandteile herausfiltert. Es handelt sich um Sprühfarbe.
Einige Graffiti-Künstler benutzen sie für ihre Ergüsse. Ergüsse? Also ich nenne Graffiti Kunst. Aber naja, gut, egal. Schmeißfliegenlarve. Ich weiß nicht, ob der was damit anfangen kann. Das gehört unter das Mikroskop. Danke. Größere Glasscherbe. Eine spitze Glasscherbe. Alles, was mir einfiel, habe ich damit angestellt. Okay. Es gibt nichts Neues darüber zu berichten. Na gut. Schauen wir uns das mal an. Könnte zusammenpassen. Glasscherbe mit gerader Kante vom Fußboden der Anstalt. Tja, aber was ist das? Ups, falscher Knopf. Da ist nichts zu sehen. Was könnte das sein? Da könnte ein Fingerabdruck sein. Das hier? Nee. Auf glatten und polierten. Nee, auch nicht. Da. Ein Teil eines Abdrucks. Aber er hört an der Stelle auf, wo das Glas gebrochen ist. Also nicht viel. Okay. Und dann haben wir noch was. Bitteschön. Ich glaube nicht, dass ich mehr darüber sagen kann. Da ist ein Fingerabdruck drauf. Also das, ach, das soll eine Flasche ergeben. Gut. Gehen wir erstmal an den Computer. Da haben wir ja den Schuhabdruck. Den ziehen wir mal hier rein. Oh, sehr gut zu sehen. Eine Suche. Ich würde mal sagen, hier bei der kleinen Ansicht war er dabei. Ergebnisse gefunden. Nee. Ah, das ist er. Oder? Ist der das? Ja, könnte sein. Sieht aus, als hätten wir einen Treffer. Deckt sich ziemlich genau mit Größe 11. Auch wenn Schlammabdrücke in die Irre führen. Gut. Haben wir das auch. Ja. Haben wir hier was? Jo. Die Larven, genau. Können wir jetzt... Ach, jetzt können wir sehen, wann das war. Also, können wir hier ranzoomen? Nö, ne? So, es geht jetzt nach Größe. Ich würde sagen, die 24 Stunden kommen dem schon sehr nah. Wobei, das noch eher. Na, die ist zu klein. Der Tod trat vor etwa 28 Stunden ein. Also gestern, zum Abendessen. Ja, würde ich auch so sagen. Gut. Dann haben wir die DNS, Schuhabdruck. Ja. Und das will er ja nicht. Es gibt nichts Neues darüber zu berichten. Aber der ist ein Fingerabdruck drauf. Ach, da muss ich wahrscheinlich den Rest finden, ne? Das könnte gut sein. Gut. Gehen wir nochmal zum Leichenschauhaus. Mal sehen. Vielleicht hat der ja eine Rat. Gab es irgendwelche Spuren von Fliegen am Körper? Nein, ich habe nichts gefunden. Das Opfer hat Flüssigkeit verloren. Das könnte Fliegen an die Stelle gelockt haben, wo die Leiche lag. Das könnte gut sein. So, dann... Ja, könnten wir mal nach Le Figaro. Was macht der da? Ach, das neue Menü. Was gibt's denn? Wir arbeiten für die CSI und müssen mit dem Manager sprechen. Ich bin der Manager und Inhaber, Markus van der Hellen. Gibt es ein Problem? Es gibt kein Problem. Wir haben nur ein paar Fragen. Wir brauchen Hintergrundinformationen zu einer Untersuchung.
Es ist mir immer ein Vergnügen, dem Arm des Gesetzes zu helfen. So, der wurde natürlich zu dem Verdächtigen hinzugefügt. Jetzt reden wir mit dem ein wenig. Mal sehen, was er zu erzählen hat. Wem haben Sie französische Trüffel serviert? Oh je, einer Menge Leuten. Das ist eine Spezialität des Hauses. Sie ist nicht immer auf der Karte, aber die Leute schlagen sich darum, wenn sie verfügbar ist. Sie müssen schon etwas genauer werden. Na gut. Haben Sie das Opfer schon einmal in der Gegend gesehen? Irgendwelches Geschmeiß treibt sich immer hier herum. Aber wie Sie sich vorstellen können, meine Herren, liegt es in meinem Interesse, diese Kerle hier zu vertreiben. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ist alles der gleiche Pöbel. Nee. Haben Sie hier in der Gegend Probleme mit Obdachlosen? Bitte nicht so laut. Das ist ein furchtbares Problem und ich sehe keine Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Ich habe schon dutzende Male bei Ihnen angerufen, aber Sie wissen selbst, dass Sie nicht überall sein können. Diese elenden Penner hängen hier herum und halten unseren Müllcontainer für ein Selbstbedienungsrestaurant. Das gefällt meinen Kunden ganz und gar nicht. Ich würde die ganze Bande zum Teufel jagen, wenn ich könnte. Würde ich sagen, das ist schon der erste Täter, wenn wir keinen mehr kriegen. Können Sie uns die Namen der Personen nennen, die das Trüffelgericht gegessen haben? Wir haben eine exklusive Kundschaft und so gerne ich Ihnen helfen würde, muss ich Ihre Privatsphäre schützen. Nein, das kann ich nicht tun. Das ist im Moment alles. Na gut. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal wieder Schluss. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit dem Container hier. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn wir CSI Dark Motives spielen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.